Jo, meine Freunde, willkommen auf einem neuen Video auf meinem Pascalations-Kanal. Heute geht's an die Review zum Kool Savas Album King of Rap KKS, was letzten Freitag rausgekommen ist. Trendcharts in den 1, habe ich aber mit gerechnet, aber stark. Aber lass uns so weitermachen, damit es auch so bleibt. Zur Review sage ich schon mal vorher, dass sie mir am schwersten bis jetzt gefallen ist, weil ich jetzt sonst so Kool Savas nie so gepumpt habe, habe ich ja schon gesagt. Ja, natürlich seine Tracks, die halt geil gewesen sind, die ich auch gehört habe. Aber jetzt im Allgemeinen, so auf Albumlänge, das ist jetzt nicht mein Favorit. Aber ich würde sagen, wir gucken einfach mal rein in die Review und dann sagt ihr mir einfach, was ihr davon haltet. Und holt euch das Album, wenn ihr es noch nicht habt. Hier kommen wir zum ersten Track, KDR. Ist eine Killer-Hook, finde ich. Ich gehe jetzt halt die ganze Zeit so mit halb gesungener Stimme. Ich kill diese Rapper. Und rausgesucht habe ich mal, mich zu bekriegen ist wie mit einem Messer einen Baum zu fällen. Da geht es halt auch viel, dass er der krasseste ist und kein Rapper ihn das Wasser reichen kann. Also viel auf jeden Fall. Dass er der krasseste ist auch auf jeden Fall. Ja, zweiten Song habe ich mal KKS rausgesucht. Die Steigerung von Fresh ist KKS. Ist auch ein Video zu rauskommen, könnt ihr auf jeden Fall mal abchecken. Geil, ist halt so ein Track gegen diese Influencer-Szene. Ich kann den Scheiß nicht aussprechen, ihr wisst schon Bescheid. Fast jedes Album ist Gold und ihr sagt, ihr schiebt keine Optik. Gerade mit seinem Label immer, ist natürlich auch ein geiler Spruch, wenn man sich auskennt. Track 3 ist dann. Warte, muss ich kurz gucken. Ah, deine Mutter. Dazu kam ja auch das Video, wo so viele Deutschrapper mit dem Video waren. Flair, PA, ich glaube Sinan. Roos war auch mit drin, der immer alle die was los Interviews macht, aber den kennt ihr ja alle, wenn ihr Rap verfolgt. Hook ist geil. Und Nessa. Und rausgesucht habe ich mal, geboren um zu scheitern, doch ich lebe für den Triumph. Ja, geht halt darum, dass er es geschafft hat und immer noch der krasseste ist. Und er halt auch viele Ratten gibt, also man musste sich den Weg auf jeden Fall hart erkämpfen und so. Aber er hat es auf jeden Fall geschafft. Würde ich auch sagen. Das ist jetzt schon Track 5, 4 habe ich jetzt gelassen, da sage ich jetzt auch nichts groß. Ist einfach nur ein Skit. Also da reden die kurz, ist kein Song. Und dann kommt Universum Hawkins, das geht 7 Minuten, das ist ein Track, der switcht, also der Beatwechsel kommt dann und dann kommt, ist aber auf einen Track sozusagen. Und da sind Oli Banjo, Boss, Chris, Dave Young und Infinite drauf. Manche spreche ich falsch aus, die kenne ich selbst nicht. Boss. Freue ich mich so als Feature-Part, finde ich den immer ganz nice. Also sticht raus, finde ich. Ja, so Gang-Tracks mag ich ja immer. Habe ich hier noch was rausgesucht, lass mich mal kurz überlegen. Ja, genau. Wie bekommen die das hin, dass der Song so knallt? Die Wahrheit ist, ich komme aus dem All. Ja, was haben wir da? Kommen wir noch zu Track 6, ist Ende der Vernunft, das war, ach ja, den für Track feiere ich jetzt nicht so. Das ist mit Karen Filey, wenn ich sie richtig ausspreche, sorry, wenn nicht. Ich feiere die Hook von dieser nicht, die Parts sind gut, er spittet einfach, wofür er auch so bekannt ist. Ich kann nochmal kurz gucken, ich kille sie, als gäbe es Profession. Und dann habe ich noch rausgesucht, warte. Nicht Sektenführer, doch ich treib sie in den Suizid. Also sind nur Killerlines, aber ja, nicht so meins. Track 7 ist leider auch nicht so meins, weil ich SCP nicht mag. Ist auch für mich nicht richtig Rap, aber das ist sowieso alles Ansichtssache.
Ja, die gefällt, der Track an sich ist halt ein schöner Track. Es geht um seinen Sohn. Da sind dann Lines drauf. Ich trag dich, wenn du mich trägst. Und das Schlachtfeld liegt hinter mir. Du bist meine Siegeshymne. Also, ist geile Strophen, weil also solche Songs sind eh immer sehr nice. Aber ja, die Hook ist es halt diesmal wieder. Ach, das Essay ist zurück. Das ist eigentlich ein stabiler Track. Da habe ich mal rausgesucht. Ihre Album eine Wundertüte, mein Album eine Wunderwaffe. Ich weiß, du weißt, wie ich heiße, aber für mich bist du ein Fremder. Ja, Essa ist zurück, heißt der Track. Also, ist ein growing Track, der auf Tour gut abgeht. Da geht's halt so die ganze Zeit die Hook. Und Essa ist zurück. So. Und so die ganze Zeit. Es ist schon ein cooler Track. Gibt's nichts. Wasser reichen ist okay. Jetzt nicht schlecht irgendwie, aber auch nicht mein Lieblingstrack. Aber wo die Hook dann wieder anfängt, das zweite Mal, da rappt er dann richtig schnell und das hört sich bei Savage einfach krass an. Ich habe auch nochmal was rausgesucht. Kill den, der dich zum Rappen gebracht hat. Also, er killt den, der dich zum Rappen gebracht hat. Und das zweite ist, spuck eine Zeile und dein Idol schaut verdutzt wie ein Hundehaufen. Das ist der Track Wasser reichen. Track 10 ist mein absoluter Favorit. Er ist auf der Brust mit Nico Santos und Sido. Die haben auch den Track Haie auf dem Collabo-Album von Sido und Chris Savage gemacht. Und ist geil, dieser Nico Santos gefällt mir sehr gut als Sänger. Ich glaube, der beste momentan, zumindest für mich. Ich meine, der hat auch damals die Dreams Hook gesungen von Shindy, aber ich bin nicht sicher. Ja, was habe ich dann raus? Sido ist die Line. Ist ganz schön scheiße, so ein Leben im Hotelbetten. Ich muss mal kurz die Welt retten. Dann von Savage habe ich rausgesucht. Diese Rapper da draußen sind meine Feinde wie Nazis. So, schon ein bisschen heftig, die Line, finde ich. Aber auf jeden Fall hört sich das mal cool an. Es auf der Bus steht halt wegen Superman und so. Track 11 ist dann Batman, featuring Jamul, der Newcomer vom PA aufs Life is Pain, kennt man ja. Der macht hier allerdings nur die Hook. Und dann zwei nice Parts von Savage. Regel Nummer 4080 ist, jeder in dem Business ist abgewichst. Und dann kommt schon der letzte Track, das ist Gatekeeper. Da habe ich auch nur eine Line rausgesucht. Der Track geht allerdings auch nur, ist nur ein kleines Auto. 1,37. Du stirbst und ich eskaliere wie Hans Entertainment. Ich muss sagen, positiv überrascht bin ich. Album gefällt mir eigentlich ganz gut. So ein paar Tracks, die zwei, drei Tracks mag ich nicht so. Aber insgesamt ist es doch ein solides Album, würde ich sagen. Ich kann jetzt schlecht sagen, ob das jetzt so krass im Gegensatz zu den anderen Alben. Wie gesagt, das ist das erste Album, was ich komplett gehört habe. Fällt mir, aber ich muss mal kurz noch was lustig werden. Diese Leute wie Savage, Azad, Bushido, Flair, habe ich Sido schon gesagt, ich weiß nicht ganz genau, Sido noch, Massiv und noch so ein paar andere, sind alles Künstler, die schon so lange dabei sind und die haben schon gut Alben verkauft. Es noch kein Streaming gab, das heißt, ein Bushido oder Sido, die haben dann teilweise 100 bis 200.000 verkauft. Savage genauso. Und zwar ohne Streaming. Die Leute sind echt 100.000-fach in den Laden gegangen und haben sich dann die CD im Laden gekauft. Da gab es auch noch kein Internet damals zum Teil. Und das ist schon krass. Deswegen was ich bei Savage auch nochmal cool fand. Der hat so einen geilen Wiedererkennungswert. Der ist mit nichts anderem vergleichbar, was ich jetzt so kenne. Weil vieles im Web hört sich halt auch sehr gleich an. Also ich sag's nochmal. Supportet Savage, holt euch KKS und bringt ihm auf die 1. Morgen letzter Tag, der für die Charts relevant ist. Und wir sehen uns. Ach ja, stimmt, hätte ich fast vergessen. Morgen ab 0 Uhr könnt ihr da die neue Busy Montana EP streamen. Holt euch das Ding. Review dazu kommt dann wahrscheinlich nächste Woche. Ich freue mich drauf, dass Busy wieder zurück ist und supportet den Jungen. Der hat's verdient, der hat's einfach drauf. Peace.